Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer feuchtfröhlichen Runde Bioshock 2. Ja, wie ihr seht, wir starten an der Stelle weiter, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Eine Sache noch, ich musste gerade bis hierhin nochmal herspielen, deswegen sieht es etwas anders aus als wie zum Schluss der letzten Folge. Denn ich habe danach festgestellt, nachdem ich speichern wollte, es ging nicht. Wenn ihr Bioshock 1 habt und davon noch Spielstände, müsst ihr diese erst löschen. Eher könnt ihr keinen Spielstand von Bioshock 2 anlegen. Ich habe leider im Internet auch nicht herausgefunden, weshalb, aber scheinbar ist es so. Und ja, ich weiß daher nie, was ich jetzt hier war. Du Drecksau. Oh, fuck. Alter, ich sehe alles doppelt. Wie gut, dass wir als Big Daddy unter Wasser uns bewegen können. Wenn wir noch ein normaler Mensch, wie im ersten Teil, hätten wir echt große Arschkarte. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. Soweit so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Okay, Tagebuch. Letzter Eintrag. Lizzie und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Bleißen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lärm kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lärm. Torpedo! Ich werde versuchen... Die neue Art von einem Big Daddy. Oh mein Gott. Ist das? Oh mein fucking Gott. Die Nieten kann ich nicht aufheben, weil wir schon vollständig ausgerüstet damit sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht hier echt schön unter Wasser aus. Die Sicht könnte vielleicht ein bisschen klarer sein, aber gut, unter Wasser ist es eh nie wirklich klar. Daher... Ah, das sieht mir so offensichtlich aus. Oder, obwohl, nee, da geht es sogar lang. Deswegen lupen wir doch erstmal hier entlang. Wobei das eigentlich gehoppt wie Sprung ist. Aha. Kann ich nichts looten? Ja. Dann schauen wir noch mal weiter. Ja. Kann ich hier was looten? Schade. Aber so sehen wir mal die Kultur des Meeres, würde ich mal so behaupten. Und damit willkommen in Rapture. Zumindest was davon noch übrig ist. Die ehemals weltbekannte Unterwasserstadt ist nur noch ein Haufen Schrott. Können wir irgendwas machen? Ne? Irgendwie hochgedrückt werden oder so? Schade. Aber selbst die Haie meiden uns. Das finde ich schön, weil mich jetzt hier unter Wasser auch noch mit den Haien anzulegen. Ah, nee. Das muss nicht sein. Boah. Okay. Okay. Da war gerade die Big Sister.
die uns, wie gesagt, noch ein paar Mal begegnen wird. Dann Fruit Drain. Ellie ist zu Hause. Haben wir gerade als Trophäe erhalten. Atlantic Express. Ja, ein Pausenbeat kannst du speichern. Wissen wir schon alles. Kennen wir schon aus dem ersten Teil. Fortfahren. Diese Mucke, Alter, die macht mich irgendwie jetzt schon völlig kirre. Also wenn die jedes Mal kommt, also wenn die von YouTube aus sich deswegen drüber beschweren, Alter, ey, dann frag mich echt, ob die nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Ich würde schon so gerne einiges hier wissen. Okay. Okay. Hier hängen ein Haufen Anzüge rum. Aha. Woran treffen wir ohne? Dr. Hollicks Allheilmittel. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, keinen Spind mehr. Oder gibt es hier vorne noch einen? Ah, hier. Labortreibstoff, Vitamine. Vitamine, gesund und laschen oder so. Irgendwie war dieser Slogan mal. Aber hier unten muss man ja ums Natürlichste noch kämpfen. Hört glitzern. Hier ist die Vita-Chamber, die wir hoffentlich nicht gebrauchen werden müssen. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Ah, Heckwerkzeug. Okay. Du hast das Heckwerkzeug erhalten. Drücke R2, um die um auf Maschinen zu fallen und sie auf deine Seite zu bringen. Okay. Heißt im Klartext, dass es in diesem Spiel Heckwerkspender. Okay, mehr kriegen wir davon leider nicht. Dass wir umso einiges weniger vorankommen werden. Willst du eine Maschine hacken, drücke X, sodass die Nadel in einem grünen Bereich der Anzeige steht. Bleibt der weiß, erhältst du einen Elektroschock. Oh, fuck. Oh, stimmt ja. Da haben wir ja auch noch so einen kleinen Distanzhacker. Haben wir übrigens halt ein eigenes erfolgreiches Hacken. Oh, Bucket, das wird so eklig. Im ersten Teil hatten wir ja wenigstens noch, konnten wir ja noch so ein bisschen umhertollen und alles. Aber jetzt? Oh, fuck yeah. Na. Oh Mann. Gehackter Sicherheitsbord auf der Stelle. Wenn du den Hacken im Blauen schaffst, richtet sie mehr Schaden an. Das klingt doch schön. Oh Mann. Halt. War da was? Nee, da war nichts. Halt, oder? War da doch was? Nee, zeig mir jetzt ein Bild. Tut mir leid, neuer Ex!
Hör auf zu schreien, du bist schon längst tot. Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Dollar. Andrew Ryan ist tot. Du darfst Buch. Aber der Tyrann steckt in uns allen. Denk daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Ja, ja, halt die Backen. Hier glitzert's irgendwo, aber... Wir wollen uns ja hier erstmal umgucken. Vielleicht finden wir hier wieder irgendwas Interessantes. Alle, die lootet und die plündert. Man könnte denken, wir waren hier schon. Hä? Hier war doch gerade was. Oder? Nee. Aber da haben wir was. Drei kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer, diese Lamb soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Okay, und hier sind wir im Red Room, oder was? Ja. Okay. Boah. Ich kenne dich. Lamb. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden. Gut, müssen wir halt anbleiben. Oh fuck. Wow. Wow, echt jetzt? Durch leichte Beute, keine Ahnung, konnte ich jetzt nicht richtig lesen. Also da brauchst du ein Medikit, sonst wirst du da hinterrücks weggenudelt. Was mich jetzt aber eher so interessiert ist, was ist mit unserem Geschütz passiert? Wir hacken den Bot, der geht nicht vorher drauf oder so und plötzlich ist er weg. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamb. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Dann helfen wir dabei, ein bisschen mehr Loot zu finden. Wow. Hallo? Okay. Ist hier irgendwas Besonderes? Oh, na klasse. Ja. Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamb. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Ja, sind sie auch. Ich hab hier die Hosen an und du bist der Schamling.
Ganz einfach. Erst die Bots hier Arbeit machen lassen und danach der Rest. Das ist ein Kinderspiel. Geht einfach mal im Verbandskasten durch den Teppich lugt. Kaffee. Banditen will er nichts mehr. Versuche mich hier auch so ein bisschen erstmal ohne Waffen durchzuarbeiten und eigentlich die Waffen nur im Notfall einzusetzen. Ja, Dose Bohnen essen. Ah. Tisch. Ja, Geld. Geld können wir immer gut gebrauchen. Ja, doch, dann hätten wir damit hier alles erkundet und können weiter. Nicht Geld. Die stehen da um die Feuertonne. Ah, Flashback. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Ja, ja. Boah, kann die Sicht bitte weggehen? Danke. Telekinese. Bewerfen Sie den Gegner. Ja, kennen wir schon aus dem ersten Teil. Wir sind nicht doof. Ah, gibt's hier noch irgendwas? Ah, ist das unser Sicherheitsbot? Den wir vorhin hier geholt haben. Der ist ja irgendwie über einen ganz anderen Weg eigentlich zu uns gekommen. Ist ja auch lustig. Ah. Ja, was ich immer noch so bewundernswert finde, ist, dass sämtliche Außeneinflüsse unser Sichtfeld so ein bisschen benehmen können. Rohrsteuerung aktivieren. Okay. Weiß ich jetzt nicht ganz, was das gebracht hat, aber gut. She knows the way. Sag euch, der ist jetzt an der Oberfläche gedrungen und kommt jetzt mit Concord-Tänzerin. Und wenn ihr mal nach Krupp kommt, bam, er hat einen Granatenschlag drauf. Bams! Jetzt müsste Ruhe sein. Hoffen wir aber. Ich hab jetzt zur Not immer noch welche rumzuliegen, also. Nichts bumm. Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Dann kam die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Ja, nur wir haben niemals im ersten Teil irgendwas über diesen Atlantic Express gehört. Geschweige denn was gesehen. Oh, unser armer Sicherheitsbot. Naja, er hat uns gute Dienste erwiesen. Ich bin zum Beispiel auch so froh, dass die Sicherheitsbots nicht sofort, wenn sie Gegner sehen, auf die drauf gehen, sondern nur dann, wenn wir so mehr oder weniger den Befehl erteilen, den wir sie angreifen. Geld?
destilliertes Wasser. Ah, hier ist... Boah, wir haben jetzt wieder so viele Wege, ey. Das ist schlimm. Oh, nicht mal. Diese Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Ich habe das Wort Splicer gelesen, auf Wände geschmiert, wie eine Warnung. Einer von denen trieb mich in die Enge und... Himmel, sein Gesicht! Ich hatte eine Waffe, aber ich zögerte und dann... Dann hörten wir plötzlich beide diesen Singsang, wie aus dem Nichts. Und er ist abgehauen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Es hörte sich an wie ein Kind, ein kleines Mädchen. Cindy ist am Leben. Das spüre ich einfach. Oh, meine Fresse. Die rennen also im Klartext alle weg, wenn sie die Stimme einer Little Sister hören. Also alle genau wissen, dass entweder die Big Sister oder der Big Daddy in der Nähe sind. Auch nicht schlecht. Gebracht. Oh. Tagebuch. Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lam. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch. Für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Autsch. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Da, Sophia Lamp hat die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddies sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Jemand für uns ganz Besonderes. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Im Paradies ist kein Platz für dich? Das wollen wir doch mal sehen. Blauen Bonus schaffst du, dass du Gegenstände gratis. Schick. Willkommen im Zirkus der Werte! Oh, brauchen wir eine Hackpfeile. Oh, wie viele haben wir? Wie viel kosten die? Kein Tausch, kein Geld. Bohrer. Switcher. Noch so viel zu erkunden. Mein Dosenfutter. Wasser. Boah. Gehen wir das mal hinten hin. Aha. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Hm.
Das, was diese Frau gerade gesagt hat, klang überhaupt nicht zweideutig. Gut, es gibt nur einen Weg. Aber Freunde, ich beende mal an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne Wertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es zum Switching-Hub geht. Bis dann, gehabt euch wohl. Ciao.